Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch auf vielfachen Wunsch über die Logien aus dem New Adult Bereich sprechen. Viele Reihen haben meiner Meinung nach 3 Bände und die Auswahl an Dilogien ist gar nicht mal so groß. Dabei gibt es da so wundervolle Geschichten. Und ich dachte mir, ich schaue einfach mal in mein Bücherregal und zeige euch, welche Dilogien ich hier stehen habe und welche mich ganz besonders begeistern konnten. 2 davon habe ich ganz frisch dieses Jahr gelesen und die möchte ich euch natürlich zuerst vorstellen. Und zwar wäre das hier die Honey Springs Reihe. Die habe ich, glaube ich, im Januar und Februar gelesen. Eins im Januar, eins im Februar. Und die konnte mich wirklich sehr, sehr begeistern. Es geht um eine kleine Stadt, die Honey Springs heißt und in der hat irgendwie jedes Geschäft einen bienenbezogenen Namen, bis auf eins. Und darum geht es auch in Band 2. Die Stadt hat mich total an Stars Hollow von Gilmore Girls erinnert. Die Charaktere haben mich total an Charaktere aus Stars Hollow, aus Gilmore Girls erinnert. Es ist einfach eine süße Reihe, würde ich es einfach mal sagen. Sie ist jetzt kein absolutes Lese-Highlight, kein absolutes Wordbuilding-Highlight. Es ist einfach nur eine Reihe für zwischendurch, leider. Aber das macht sie für mich nicht weniger wertvoll. Sie ist halt einfach süß. Wenn ihr was Süßes für den Sommer am Pool, am Garten etc. lesen wollt, haben wollt, dann ist diese Reihe ganz genau für euch gemacht. Die nächste Reihe ist da schon ein bisschen anspruchsvoller und wenn man bedenkt, dass es sich um das Debüt der Autorin handelt, ist das quasi ein noch größeres Lob für Franzi. Ich spreche nämlich von der Acadia-Reihe, einmal Acadia Love und Acadia Fight. Ich hatte die Ehre und durfte im Blogger-Team von Franzi sein und habe dementsprechend die Bücher schon vorab lesen dürfen, habe sie mir dann im Nachgang noch bei der Chest of Fandoms bestellt und das sagt, denke ich, viel darüber aus, wie mir die Reihe gefallen hat. Es handelt sich um Band 1 und 2 einer Reihe, in denen es in beiden Bänden um Andy und Hunter geht. Andy hat eine ganz, ganz schwierige Vergangenheit und flüchtet quasi vor ihrer Familie nach Bar Harbor, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, und trifft dort auf Hunter, der auch einen eher negativen Ruf hat. Die beiden freunden sich an, verbringen Zeit miteinander und öffnen sich so nach und nach voreinander. Und das zu beobachten, den beiden dabei zuzuschauen, wie sie quasi ihre Panzer ablegen und sich dem anderen gegenüber auch emotional öffnen, war für mich richtig, richtig schön. Es hat auch viele lustige Momente gegeben, also es ist nicht nur eine emotional packende Reihe, es ist auch eine ziemlich lustige Reihe und dementsprechend möchte ich sie euch heute auch gerne ans Herz legen. Ich stelle gerade fest, dass wir uns von süß und lustig zu humorvoll mit deepen Themen zu richtig deep entwickeln. Die nächste Reihe, die ich euch zeigen möchte, ist nämlich die Reihe von der Rebecca, The Moment I Lost You, und der zweite heißt The Moment You Find Me. Den habe ich leider Gottes noch nicht im Schrank, aber das wird noch nachgeholt. Ich habe Band 1 nämlich gewonnen, habe ihn gelesen und habe dann im Anschluss direkt das Hörbuch zu Band 2 gehört, weil ich einfach nicht mehr warten konnte. Beide Bände beinhalten sehr, sehr schwere Themen. In Band 1 ist es zum Beispiel so, dass der Freund, also der beste Freund von Mia auf einer Party getötet wird durch ein Messer und sie läuft 4 Jahre später quasi dem Mörder über den Weg. Natürlich will sie da einen großen Bogen drum machen, will mit dem Typ nichts zu tun haben, aber dann durch verschiedene Zufälle und Schicksalsfügungen kreuzen sich ihre Wege ständig und die beiden beginnen sich anzunähern. Und da dachte ich auch, als ich den Klappentext gelesen habe, du kommst mit dem Mörder deines besten Freundes zusammen. Die Geschichte muss ich lesen. Ich habe auch letztens noch ein Reel gedreht. Er ist eine 10 von 10 und da habe ich das Buch auch mit aufgenommen. Er ist eine 10 von 10, aber er hat deinen besten Freund getötet. Das fanden einige dann doch sehr faszinierend. Und ich hoffe, dass einige davon auch das Buch dementsprechend gelesen haben. Und in Band 2, den ich euch jetzt nur provisorisch
als meine Hand vorhalten kann, geht es um den besten Freund oder einen guten Freund von mir, Jack. Der geht nämlich nach der Uni weg und möchte einen Neustart machen als Fotograf. Jack hat natürlich auch sein Päckchen mit sich zu tragen. Er war früher dabei, als die beste Freundin seines Sandkastenfreundes entführt wurde und gibt sich da auch so ein bisschen die Schuld dafür. Und darum geht es auch viel im Buch. Dann geht er nach New York, glaube ich, macht sich dort als Fotograf selbstständig und lernt dort im Park ein Mädchen kennen, das künstlerisch sehr, sehr begabt ist. Er möchte es gerne in seine Street-Art-Ausstellung mit aufnehmen, die er da gerade am Planen ist, aber weiß halt nicht, dass hinter den Kunstwerken viel, viel mehr steckt, als er auf den ersten Blick erkennen kann. So, das ist so grob das, um was es in den beiden Büchern geht. Und ich finde, sie haben mich sehr bereichert, sie haben mich über viele Dinge anders denken und nachdenken lassen. Und deshalb mussten sie heute mit ins Video. Dann musste natürlich auch eine Autorin mit aufgenommen werden, die für mich eine ganz große Dilogie-Schreiberin ist, und zwar Nicola Hotel. Und da hatte ich überlegt, welche Reihe ich euch zeigen möchte. Entweder die It Was Always Love, It Was Always You oder die, die ich dann ausgewählt habe. Und zwar ist das die hier, Ever und Blue. Beide beinhalten auch schwere Themen wieder. Hier geht es um ein Mädchen, das nach einem Unfall wieder versucht, auf die Beine zu kommen, körperlich und mental. Und hier geht es um ein Mädchen, das wir hier auch schon kennen, dessen Mutter stirbt und die plötzlich hinter ein Familiengeheimnis kommt, das ihr Leben so ein bisschen aus der Bahn wirft. Mehr möchte ich eigentlich zu den Büchern nicht sagen. Nicola schafft es wirklich, in beiden den Leser emotional mitzunehmen. Es ist, wie gesagt, wieder schwere Kost, aber sie schafft es halt auch durch ihren Schreibstil, dass das Ganze easy peasy, locker flockig zwischendurch ist, dass es einem eben nicht so emotional runterzieht, man aber trotzdem danach denkt, wow, was sind das für starke Protagonistinnen. Also ganz großes Ja, 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 wollen wir lesen. Und last but not least möchte ich aus ganz unselbstsüchtigen Gründen noch eine Reihe in die Kamera halten. Und zwar die Love Me-Reihe von mir. Ja, was wäre ich für eine New Adult-Autorin und YouTuberin und Booktuberin, wenn ich nicht auch ab und zu über meine eigenen Bücher sprechen würde? Doch um was geht es in der Reihe? Wir begleiten zwei ganz, ganz starke Protagonistinnen. Ich liebe beide sehr. June wird in Band 1 von ihrem Partner verlassen und das ist der Startschuss für eine ganz, ganz tolle Reise. Sie hat tolle Freunde, nicht nur Gabby, die wir in Band 2 erleben, sondern auch noch eine dritte Freundin, die quasi das Trio komplettiert. Sie hat einen tollen besten Freund, der auch eine große Rolle in Band 2 spielt und der irgendwie so der heimliche Favorit von irgendwie jedem ist. Ja. Es ist ein Setting in San Diego. Es geht hier auch viel um Surfen. Hier geht es viel um eine Thematik, die Gabby aus ihrer Vergangenheit beschäftigt. Es geht auch um toxische Beziehungen. Es ist insgesamt, würde ich jetzt behaupten, sehr humorvoll. Wird mir zumindest gesagt, es ist immer schwer, sein eigenes Buch zu loben. Also mir fällt das immer sehr, sehr schwer. Ja, aber ich kriege als Feedback sehr, sehr oft, dass es sehr lustig zu lesen ist, dass Band 1 gerade sehr nerdig ist und dass Band 2 sehr emotional ist. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist einfach ein schönes Setting in San Diego. Wer eine Sommerlektüre sucht, hier habt ihr sie. Ja, mir fällt es immer sehr, sehr schwer, meine eigenen Bücher zu belobpudeln. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Thema Schreiben allgemein interessiert. Aktuell sitze ich ja an meinem nächsten Projekt und dann würde ich auch hin und wieder mal ein paar Videos zum Thema Schreiben machen. Ja, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder und tschüss und bye bye.